breakfast in Istanbul. It's my last day in Istanbul. Guten Morgen, ich bin auf dem Weg zum Grand Bazaar. Jetzt bin ich in dem offenen Teil und werde mich jetzt zu dem geschlossenen Teil begeben. Es gibt so viele Verführungen hier. Mal schauen, was ich jetzt gleich vorhabe. So, ich bin hier im riesengroßen Bazaar. Hier riecht es so schön, so irgendwie nach Weihrauch, verschiedenen Gewürzen. Sehr schön hier. Also hier gibt es halt alles, ne? Lederbazar, Gold, Kleidung, Gewürze. Okay, Test. Thank you, sir. And I want your visit card, please. Hi, Leute. Ich bin jetzt hier schon am Ende des Bazars. Gewürze, Nüsse. Oh, Tees, was es alles hier gibt. Die Jungs haben mich schon gut gefüttert, sage ich mal. Und jetzt nehme ich noch eine Kleinigkeit für meine Mutter mit, weil es war ja Muttertag und ich war nicht dabei. Aber ich würde euch mal gerne die Auswahl zeigen. Schaut mal her. Das sind die Nüsse, auch Tees, verschiedene. Hier ist Lokum und das ist Lokum de Otsman. Hier haben wir getrocknete Früchte. Und hier Dragees, Schokolade, oh mein Gott, Leute, es ist eine, jedes Mal ein Erlebnis hier zu sein. That is for my mother. So, jetzt bin ich wieder zurück, habe für die Mutti noch schnell Süßigkeiten geholt und ich habe einen Minze-Zitronentee ausgegeben bekommen. Es schmeckt so lecker, das werde ich mir jetzt auch holen. Und jetzt gibt es noch einen Rosentee. Das ist ja mal ein Service. Ich habe mir wunderschöne Tees geholt, Lokum und noch andere Leckereien. Vielen Dank, Andres. Also für so ein Kopftuch würde ich doch ein Kopftuch tragen. I'm lost. Freitagsgebet in Istanbul. So, im Tunnel Richtung Eminönü, wo ich jetzt mir ein bisschen Leckereien gönne. Wenn es euch aufgefallen ist, bin ich nur am Futtern. Hier gibt es auch alles. Ja, mein Alex hat hier jetzt schöne Spielzeuge bekommen. Ich bedanke mich an den Herrn. Es geht angeln, Leute. So, ich darf schnell amateurhaft ein bisschen fischen, finde ich total nett von dem netten Herrn, also lasst mich mal fischen. So, Tag 3 in Istanbul, auch bald hinter uns. Ich bestelle mir jetzt ganz viele Leckereien. Hallo. Mein letztes Istanbul-Gericht am Mittag. Wer es kennt, weiß, wie es riecht und schmeckt. So, langsam komme ich zum Ende meiner Istanbul-Reise. Heute geht's. Er sagt, komm zum Fisch. Und jetzt fahre ich zum Flughafen, erstmal zum Hotel, dann zum Flughafen, dann zu Mami. Hier sind die Fischesser direkt am Meer. Ein sehr beliebter und sehr, sehr bekannter Platz hier in Sultanahmet. Ja, das Wetter spielt leider nicht mit. 3 Tage Regen, Istanbul, trotzdem war es sehr schön. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, sehr gute Leute kennengelernt, die ich für die Zukunft benötigen werde und habe super Unterstützung, denke ich. Und ich denke, es wird was. Dieses Gebäude erzählt viel Geschichte. Man muss nur richtig zuhören. Nice, nice. Stabil, worauf ich hier laufe, weil es so mega wackelt. Oder ist das mein Gewicht? Wie es ist, ist es auch Istanbul in Regenwetter immer sehenswert. Ich bin von dort bis hierhin gelaufen und werde noch bis dahin laufen müssen. Ich kann nicht mehr. Das ist nichts mehr für mich. Hier sind wir auf der Piste von dem Flughafen, woher ich eigentlich komme, aus Denizli.